Jahren hatte ich mit meinem Fernseher immer das Problem, dass er ganz hinten an der Wand auf dem Regal stand. Und das war zum Fernsehen gucken zwar völlig egal, aber da ich da halt noch keine Brille hatte und vielleicht schon gebraucht hätte, war das zum Zocken halt richtig nervig, wenn er da hinten an der Wand war. Und ich da unten gesessen habe. Es war natürlich dann ein bisschen unpraktisch, einfach den Fernseher jedes Mal irgendwie zum Zocken einfach nur woanders hinzustellen. Jetzt habe ich mir gedacht, du brauchst zwei Positionen, wo du den Fernseher hast. Und zwar entweder oben auf dem Regal zum Fernsehen schauen oder unten zum Zocken. Ja, und da mich das so genervt hat, dachte ich mir halt, ich hänge meinen Fernseher einfach an den Flaschenzug, an die Decke. Klingt erstmal komisch, aber es hat funktioniert. Vorne hängt der Fernseher quasi, in der Mitte ist eine ganz normale TV-Wandhalterung. Und hinten dran in diesem Holzgestell habe ich einfach damals halt noch meine Xbox 360 reingetan. Heute ist ja die PS4 drin. Ist quasi das Gegengewicht zum Fernseher. Und dadurch hängt das auch relativ gerade. Ach ja, und die Flaschen, die ich danach hängen hatte, das ist einfach nur ein Gegengewicht für die Kabel für den Fernseher. Damit, wenn man den Fernseher wieder hochzieht und nach da hinten, dass die Kabel dann nicht hier einfach irgendwo rumbaumseln, sondern dass sie auch wieder ordentlich zurückgezogen werden. Wenn irgendwer das mal nachbauen möchte, kann er mir gerne Fragen stellen, aber schickt mir auf jeden Fall mal Bilder von euren Ergebnissen. Also viel Spaß beim Nachbauen und tschüss.